Pace e bene, liebe Freunde. Am kommenden Sonntag, an diesem Wochenende, feiern wir den sogenannten Dreifaltigkeitssonntag. Im Blick der Kirche ist die göttliche Dreifaltigkeit: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gott, der Vater, hat alles Leben geschaffen. Er hat uns, den Menschen, als sein Abbild erschaffen. Der Sohn, Jesus Christus, hat uns den Vater offenbart. Er hat uns durch sein Leben gezeigt, wie wir gottgefällig leben sollen. Und der Geist, der Heilige Geist, gibt uns die Kraft, dass wir dieses Leben, das Jesus Christus uns vorgelebt hat und vom Vater gewollt ist, leben können. Alle drei göttlichen Personen bilden eine Einheit. Diese Einheit baut auf dem Fundament der Liebe. Denn die drei göttlichen Personen sind in sich Beziehung. Und Beziehung gründet immer auf Liebe. Auch unsere menschlichen Beziehungen, unsere Beziehung zu unseren Brüdern, unseren Schwestern, muss auf Liebe begründet sein, wenn sie dauerhaft tragen möchte. Der heilige Franziskus von Assisi hat dies erkannt und zutiefst verstanden. Denn sein Anliegen, sein Bestreben war es, die Liebe der göttlichen Personen in unserem Leben, im Leben der Menschen, deutlich zu machen und auf diese Liebe hinzuweisen. Auf diese Liebe hinzuweisen, in der wir, jeder von uns, Sie und ich, wir alle, zutiefst geborgen sind. Franziskus hat dies nicht sofort erkannt. Erst mit der Begegnung des Gekreuzigten, mit dem Zuspruch des Gekreuzigten vom Kreuz von San Damiano, hat er dies erkannt und begriffen. Um dies zu erkennen und begreifen zu können, ging ein Prozess des Suchens voraus. Dieser Prozess des Suchens war von einem Gebet geprägt, welches ich Ihnen am Dreifaltigkeitssonntag mitgeben möchte, damit auch Sie in Ihrem Leben erkennen, vielleicht auch Gott, nicht vielleicht, mit Sicherheit auch Gott zu Ihnen spricht und Ihnen deutlich macht, dass die Liebe der drei göttlichen Personen auch Ihr Leben trägt und tragender Grund Ihres Lebens ist. Das Gebet lautet: Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Amen. Pace e bene zum Dreifaltigkeitssonntag.